Das wird ein billiges kleines Video. Ich möchte nämlich zeigen, was ich in der Zwischenzeit seit dem letzten Video wieder geschafft habe. Und das zeige ich einfach mal, indem ich Minecraft öffne. Hier auf diesem MacBook von 2009, das sehr gut ist. Und was man sofort sieht, wenn man das Spiel öffnet, ist, wir haben keinen Inventarbereich mehr. Also ich meine damit keine Blöcke mehr, die hier beim Starten platziert werden. Und das hat den Grund, dass es jetzt ein integriertes Inventar gibt. Nämlich haben wir hier unten eine Inventarleiste und man kann mit den Tasten, mit den Zahlentasten auswählen, welches Feld man haben will. Man kann auf G drücken und dann ja, das auswählen. Und wenn man auf E drückt, bekommt man dieses Menü hier. Und daran habe ich gestern gearbeitet. Das ist das Inventarmenü. Das war ja schon vorher da, seit ein paar Wochen. Jetzt aber auch hier mit einer Hervorhebung, dass man hier unten sehen kann, an den dunkleren Streifen, dass die Felder hier auch in der Leiste unten zu sehen sind, dass das dieselben sind. Dafür habe ich das hervorgehoben. Und weil wir uns im Kreativmodus hier befinden, kann man hier oben jetzt auswählen, welche Blöcke man haben möchte. Also ich möchte jetzt zum Beispiel mal diese gelben Blöcke hier, so einen gelben hier nehmen. Man sieht dann auch, wenn man den Zeiger raufhält, was für ein Block das ist. Und so einen blauen möchte ich auch noch haben. Und dann kann ich hier wegklicken. Und die Blöcke platzieren. Ja, das ist soweit die Demonstration davon. Wir sind hier in Minecraft 062. Und dass das hier so langsam ist, liegt daran, dass das ein Gerät ist, das alt ist und 1080p, also Full HD-Auflösung, habe ich hier für dieses Video extra eingestellt. Mit so einem Befehl hier. Und jetzt möchte ich kurz zeigen, einen Code-Ausschnitt. Ich habe eine neue Komponente erstellt, die habe ich Palette genannt. Und diese Palette ist das, was man hier oben sehen kann. Das sind diese Blöcke hier oben, diese Blockarten, die man hier auswählen kann. Und man kann übrigens auch, ich weiß nicht genau, was es jetzt bringen soll, aber man kann zum Beispiel auch mehrmals draufklicken und dann kann man sich mehrere Blöcke gleichzeitig holen. Und ja, Rechtsklick halbiert das. Rechtsklick beim Ablegen legt dann nur einen ab. Das kennt man alles aus Minecraft. Das habe ich genauso gemacht. Ich habe außerdem noch einen Titel oben rangehauen. Der ist, mal sehen, irgendwo hier. Ja, hier. Sehr billig. Also einfach nur ein Div-Element mit Inventory als inner Text. Das taucht dann hier oben als Titel auf. Und ja, noch viele Dinge oder die meisten Dinge, die ich hier gemacht habe, außerdem auch in der Leiste unten, sind im CSS-Bereich zu finden, also in der App-CSS-Datei. So, wo haben wir es denn? Da. Also es gibt jetzt hier die Klasse Grid und damit sind all diese in Kacheln angeordneten Blöcke gemeint. Also das ist ein Grid und das hier. Und ich habe vor, als nächstes zu machen, dass diese Zeile hier unten ein eigenes Grid ist und diese drei Zeilen darüber auch ein eigenes, also dass das zwei Grids sind, damit ich zum Beispiel das obere ausblenden kann, weil wenn wir im Kreativmodus hier Blöcke auswählen, dann bringt uns das nicht so viel, die drei oberen Zeilen zu sehen. Wobei ich mir nicht sicher bin. Bei Minecraft wird das so gemacht. Vielleicht behalte ich das so, wie es ist. Ich weiß es noch nicht. Und ja, was ich hier schon geändert habe übrigens, das ist nur ein kleiner Test gewesen. Ich wollte nämlich dafür sorgen, dass wenn man die Maus auf die Blöcke raufhält, dass man dann irgendein Feedback bekommt. Und das kann ich einfach mal demonstrieren. Ich benutze hier das VS Code Plugin Live Server.
und das ermöglicht mir hier den aktuellen Entwicklungsstand direkt austesten zu können. Und hier sieht man jetzt den Effekt von dieser CSS-Zeile da, von diesen drei Zeilen, die ich da schon reingemacht habe. Ich weiß aber nicht, ob ich das behalten möchte. Es ist erstmal ganz nett, dass man sehen kann, dass man da auch raufklicken kann, also das, was passiert. Aber andererseits, wenn man jetzt zum Beispiel nämlich einen Block nimmt, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut erkennen konnte, dann ist da dieser Widerspruch aus. Also es wird heller, wenn ich jetzt hier raufklicke. Also es wird wieder dunkler plötzlich, weil dieser Hover-Effekt. Ha, eigentlich nicht. Ah ja, ich fand das einfach irgendwie unschön, dass man hier einmal das dunkler und einmal heller darunter hat. Ich weiß es nicht. Also, jetzt kann ich einen YouTuber-Trick anwenden. Schreibt doch eure Meinung in die Kommentare. Ist dieser Hover-Effekt gut oder soll ich ihn weglassen? Oder habt ihr eine noch bessere Idee? Ich freue mich über eure Kommentare, damit wir hier eine geile Community aufbauen können. Und vergesst nicht, ein Like da zu lassen und abonniert mich. Hahaha.